verstehe diese Aussage nicht. Du und deine Geschichten erzählende Bekanntschaft gleiten ins Wasser. Oh mein Gott, es ist Abend und Rin hat mir den Whirlpool versprochen, oder? 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 Weiß ich, oder? Komm, sie hat mir versprochen. Ich weiß es, ich weiß es. Es hat genau die richtige Temperatur für ein abendliches Bad. Und falls ein eifersüchtiger Hai aus dem Meer in den Pool springen sollte, wird deine Killerbegleitung sicher damit klarkommen. Ja, also ich sag mal, solange Anna bei mir ist, ist alles in Ordnung. Das ist mein persönlicher Bodyguard, wa? Ja, komm, ja, ja. Eins möchte ich klarstellen. Die Geschichte wies zwar Ähnlichkeiten mit meinem Leben auf, aber es ging um keiner Weise um mich. Weder symbolisch noch metaphorisch. Doch irgendwas anderes mit ich. Was? Mit ich? Das verstehe ich. Kein Ding, Kleiner. Das nehme ich dir völlig ab. Klar, du wurdest in deinem Leben in Stücke geschnitten, genau wie die Person in der Geschichte. Ein ganz banaler Zufall, mein kleiner süßer Claudius Maximus. Klar, du steckst fest auf dieser rätselhaften Insel. Ebenfalls ein ganz banaler Zufall. Oh. Und klar, seine Lippen waren blau. Deine Lippen sind auch blau. Wirklich? Das nennst du blau? Auch du bist auf der Suche nach Antworten. Auf der Suche nach... Rache! Rache! Okay, damit hören die Ähnlichkeiten auch schon auf, denke ich. Diese... Oh, Zufälle. Sorry, die Zufälle. Merk dir das, wer auch immer du bist. Wir haben so viele Ähnlichkeiten. Ich glaube... Oh! Oh! In meinen Adern fließt Samurai-Blut. Naja, vielleicht ist es inzwischen geronnen. Aber lassen wir die Details beiseite. Also, ich stamme von den edlen Kriegern ab. Und du? Tausende Jahre des Trainings mit Klingenwaffen gingen meinem Erscheinen in dieser Welt voraus. Und auch so, wie ich hier gerade vor dir erscheine. Oh, das geht auch allen voraus, was du jemals geträumt hast, nicht? Weißt du, wie viele Schwerter das sind? Eine Menge. Und klar, bei so vielen scharfen Klingen wird zwangsläufig hier und da ein Körperteil abgetrennt. Ich würde das normalerweise nie erzählen, also plaudere es nicht aus. Aber ich habe diese Geschichte geträumt, wie einen Film, was? Wie einen Film im Schlaf, als ich noch ein kleines Mädchen war. Jahre bevor mein Vater seine Klinge in meiner Haut versenkte. Oh, Rin, Rin, wein doch nicht. Ich bin doch da, ich bin doch da. Ich konnte sie nie vergessen. Ein ziemlich erwachsener Traum für ein Kind. Glaubst du mir, mein Süßer? Ich würde jetzt eigentlich relativ gerne glauben. Aber ich weiß nicht, das klingt nicht so ganz... Ah, das klingt nicht so ganz schlüssig irgendwie. So sehr ich dir glauben würde, Rin. Aber diesmal glaube ich dir nicht. Nein. Ich will ehrlich sein. Nein, ich glaube dir nicht. Warum solltest du auch? Vertrauen muss man sich verdienen. Es ist nicht selbstverständlich. Eine gewisse Skepsis ist einfach nur klug. Jetzt fragst du dich vielleicht, ob ich dir glaube, dass du ihr glaubst oder nicht. Naja, ich glaube eigentlich schon, dass ich geglaubt habe, dass dieses geglaubte Konzept im Glauben eigentlich relativ glaubwürdig ist. Aber ich stelle den Glaube an der Glaubwürdigkeit irgendwie in Frage. Deswegen glaube ich das nicht. Was? Das war das Thema? Aber wenn ich alles weiß, und glaub mir, ich weiß wirklich alles, weiß ich dann nicht auch schon die Antwort auf die eigentlich von mir gestellte Frage? Ob ich deiner Antwort auf die Frage des Gespensts glaube? Also mein Glaube ist in dem Sinne zu glauben. Aber wenn mir irgendwas nicht glaubwürdig erscheint, glaube ich das nicht. Das ist doch ganz normal.
Wow, die Meeresluft macht mich ganz kirre im Kopf. Entschuldige, ich wollte nicht ablenken. Wichtig ist, dass eine gewisse süße Leiche immer noch darauf wartet, dass du das Richtige sagst und sie aus ihrer geheimnisvollen Kiste befreist. Vorausgesetzt, du glaubst, dass sie... Verdammt, jetzt fange ich auch schon wieder damit an. Doch bevor du dieses nervige Knäuel ewig neuer Fragestellungen entwirren kannst, stehen plötzlich zwei Personen mit freshen Handtüchern vor euch, um euch abzutrocknen. Was? Tut mir leid, Kinder. Aber es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Moment mal, was ist mit meiner Whirlpool-Affäre hier mit der guten Rin? Was soll denn das? Ich wollte mit ihr eigentlich in den Whirlpool Rin. Ja? Nee. Ich bin zwar die Jüngste hier, aber ich bin kein Kind. Dafür liebe ich es, in ein frisches, sauberes Handtuch eingewickelt zu werden. Oh. Als ich klein war, half mir meine Mutter immer beim Haarewaschen. Sie kämmte alle Verfilzungen heraus und band mir die Haare zusammen, bevor sie mich auf den Weg schickte. Ich vermisse sie. Du siehst, wie das Gespenst in die Ferne starrt und ihre Hand zu einer Faust ballt. Sie bemerkt zunächst nicht, dass du sie beobachtest. Als sie deinen Blick bemerkt, wendet sie sich ab, reißt weit ein Handtuch aus der Hand und stößt ihn und Claudette zur Seite, während sie davon schwebt. Och Mann, das ist doch schade. Wieso schwebt sie immer davon? Das ist doch... Nein! 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 Das war wieder eine verpatzte Chance. Closette und Dwight, wieso habt ihr mir das jetzt wieder versaut? Ihr kommt immer in den unpassendsten Scheißzeiten. Wisst ihr das? Versteht ihr das oder nicht? Meine Güte, haltet euch doch einfach mal raus. Du gehst zum Lagerfeuer. Die Wärme ist beruhigend in dieser kalten Nacht. Du schaust in die knisternde Glut und denkst über die Geschichte des Gespensts nach. Über den Gefangenen in der geheimnisvollen Kiste. Wird es dir gelingen, diesen Ort lebend zu entkommen? Oder wurde dir dein Leben bereits genommen und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis du dieser grausamen Erkenntnis gewahr wirst? Dein Schicksalsgrübeleien, Deine Schicksalsgrübeleien werden von Claudette und Dwight unterbrochen, die vor dir stehen und über beide Ohren grinsen, was im Feuerschein irgendwie bedrohlich wirkt. Wir möchten uns für die Unterbringung entschuldigen. Hä? Für die Unterbrechung, ja. Wieso sind sie jetzt so dunkel? Claudette? Was ist los? Wir waren nicht auf einen weiteren Gast vorbereitet. Aber wir werden alles dafür tun, dass du es gemütlich hast. Sie reichen dir ein Kissen und eine Decke und laden dich ein, es dir am Feuer gemütlich zu machen. Vielleicht ein wenig Musik einschläfernd wirken kann? Vielleicht wird ein wenig Musik einschläfernd wirken. Was? Was ist das für ein Satz? Aber halte die Lautstärke möglichst gering. Unsere anderen Gäste möchten sicher nicht um ihren Schönheitsschlaf gebracht werden. Bereit? Die Lautstärke... Okay, ich mach mal bereit. Bereit! Auf geht's. Okay, jetzt kommt wieder irgendein Spiel oder sowas, hä? Als du dich entspannst und ins Lagerfeuer schaust, gibt das Radio plötzlich Geräusche von sich. Du beschließt, mit dem Drehknopf dich zu befassen. Oha. Was nehmen wir denn für Sender? Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit der 100 an. Mal gucken. Mal hören, was auf diesem Sender läuft. Was? Metal. Wir hören weiter. 102.
Was haben wir hier? Chase-Musik? Ja, das hört sich an wie irgendeine geheimnisvolle Chase-Musik. Okay, nichts Besonderes bis jetzt. So, dann gehen wir jetzt mal auf die 88. Was läuft hier? Ah, Flöten. Panflöten. Wahrscheinlich spielt Claudette gerade mit einer Flöte. Okay, auch nur irgendwelche Musik irgendwie. Gucken wir weiter. 90. Was haben wir hier? Auch nur irgendeine... Ja. Mysteriöse Musik. Ich höre da jetzt nichts raus, so wirklich. Okay. Dann gucken wir weiter. Wo waren wir eben? Bei der 90, ne? Gehen wir zu 92. Ja. Ich erkenne es. Ich weiß nicht, ob ich das so laut machen kann, dass ihr es auch hört. Aber das hat Anzüge von der Clowns-Musik. Hä? Oh Mann, selbst wenn ich hier laut mache auf meinen Kopfhörer, höre ich das kaum. Okay, es kann sein, dass hier ein paar Easter Eggs drin sind. Ich kann es bloß gerade nicht wirklich hören. Wir hören weiter. Dann gehen wir jetzt auf die 94. So. Okay, auch wieder Musik. Gut, dann bleibt es nur noch eins, ne? Die 96, was umgedreht aussieht wie eine 69. Schauen wir mal, was da läuft. Let's talk about our community. For us it means two major things. First of all, the community is you. It's you and everybody else either playing the game or talking about the game or creating content relating to. Oh, ganz schlecht. Ich versteh's ganz schlecht. Shit. Abschalten. Also, ich glaube aber gehört zu haben, dass halt alle über das Spiel reden und auch in der Community, in Foren darüber reden. Ich nehme an, das sind so Hinweise auf die Geschichte oder so. Ich muss mal gucken, vielleicht ziehe ich das nochmal einzeln irgendwie raus und gehe drauf ein. Aber wir haben jetzt alles gehört. Egal, was du hörst, du wirst nicht wirklich müde. Du beschließt, einen Killer zu bitten, noch ein bisschen Zeit mit dir zu verbringen, bis du einschlafen kannst. Wen möchtest du an deiner Seite rufen, während du am Feuer liegst?